Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Wieder ein Spezial mit Gast und wieder mit demselben Gast. Herzlich willkommen, David, nochmal. Vielen Dank. Denn wir hatten es ja versprochen, wir wollten den Glendronach 15, den Whisky, nachtesten. Das ist aber nicht. Das ist er nicht. Das ist er deshalb nicht, weil er momentan nicht produziert wird. Sie kommen zwar an Einzelflaschen noch dran, aber ich glaube, in 3-4 Jahren wird er wahrscheinlich wieder verfügbar sein. Ja. Sollte sich der Kanal so lang halten. Wird er. Wird er. Dann werden wir vielleicht ein Tasty nachschieben. Ich habe versucht, den David mit dieser Flasche hier zu ködern. Das ist seine Besonderheit. Es ist ein Cognac. Ein Cognac. Es ist ein Whisky. Whisky, der fast so schön aussieht wie manch ein Cognac, um die Kurve noch gerade zu kriegen. Es ist ein Whisky von Michel Couvreur. Der französische Name hat mich zu dem anderen Getränk verführt. Dazu gibt es einige interessante Sachen zu erzählen, die wir im Laufe des Videos aufgreifen werden. Zunächst noch für die Götterfunken heute ist dem Namen des Whiskys zugeordnet. Er heißt Overaged Malt Whisky, also ein überalterter Malt Whisky. Und für die Götterfunken ist ein sehr alter Freund von mir zuständig. Wir kennen uns schon so lange, so alt ist er nun auch nicht mit seinen zarten 65 Jahren, gerade Pensionär. Und zwar der Künstler Dieter Schneller. Dieter Schneller, den Namen werden Kunstinteressierte vielleicht kennen, ist bekannt geworden für seine feinen filigranen Aquarelle, vor allen Dingen die Schiffsaquarelle. Er ist Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie, hat in den 80er, 90er Jahren sehr viel ausgestellt an Aquarellen und ist dann später wieder zur Landschafts- und Ölmalerei zurückgekehrt. Und davon werden wir ein bisschen was einblenden. Apropos Blenden, wir müssen noch was zu diesem Whisky erzählen, ohne dass die Single Malt Freunde abschalten. Ja, die Cola könnt ihr im Kühlschrank lassen. Also das ist hier ein klassischer Wetted Malt. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit einem Blended Scotch. Also hier ist kein Grain Whisky zum Auffüllen dieses Malts hinzugefügt worden, sondern das ist ein Wet oder ein Blending, ein Mix aus, oder eine Vermählung, sagt man auch, aus mehreren verschiedenen Malt Whiskys aus verschiedenen Destillerien. Das ist auch eine Kunst für sich und das will gelernt sein und deswegen habe ich überhaupt nichts gegen einen Wetted Malt, solange er gut ist und eine hohe Qualität aufweist. Das kann man sagen. Also es ist wirklich das Ziel des Herstellers. Ich habe uns schon mal eingegossen, halbwegs gerecht diesmal. Ja, du wolltest wieder kontrollieren, wer mehr hat. Ich komme da hier oft zu kurz. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Cognac. Danke nochmal dafür. Ja. Aber was das Aussehen angeht, vielleicht kann man es in der Kamera sehen, er ist trüb. Er ist nicht kühl gefiltert. Er ist auch nicht gefärbt. Die Farbe kommt allein vom Fass. Und er ist trübe, so als wenn man einen schönen Herbstabend Sonnenuntergang durch ungewaschene Fenster betrachtet. Oder auf der Kirmes ein Glas Met bestellt an einem Wikingerstand. So ähnlich sieht er für mich erstmal aus. Ja, er hat was Trübes. Was Honigartiges. So ein bisschen, ja, weil Michel Couvreur eben wie komplett auf Kühlfilterung verzichtet. Zur Herstellung nochmal. Er reist, während wir hier die erste Nase nehmen, nach Schottland, hat dort auch in Old Meldrum ein Lager, sucht sich da die feinsten Destillate aus und bringt die dann nach Burgund in seinen alten Weinkeller. Und dort macht er tatsächlich Folgendes. Er hat da Einzelfässer, die er wirklich in Andalusien aus Spanien sucht und daran schnuppert und sagt, nur dieses Fass, in dem schon 10, 20, 30 Jahre lang Sherry gelagert hat, kommt für meinen Whisky in Frage. Er sucht die Fässer einzeln aus und lagert dann darin den Whisky. Und wir sagen vielleicht schon mal was zur Nase. Kannst du schon? Ja, die Nase ist für mich ein, also der ähnelt sogar dem Glendronach 15. Also ein absolutes Sherry-Monster. Und hier rieche ich erstmal an altgereifte Whiskys, rieche ich hier deutlich raus. Dann Lebkuchen mit Kirschfüllung. Diese Lebkuchenherzen, die man in der Weihnachtszeit bekommt in allen Supermärkten. Und auch Rosinen, Trockenfrüchte, eindeutig. Oloroso, Sherryfass muss. Sherry, muss hier Rosinen, drin. Ja. Wunderbar. Und eine leichte Rauchnote ist spürbar, finde ich. Ja, er ist tatsächlich eine Rauchnote. Keine
kein starker Rauch, aber es ist ein leichter Rauch darüber. Also das verspricht hier ein gut gereifter. Also hier sind gut gereifte Whiskys drin. Ein Charakter, wie ihn vielleicht früher noch vor 30, 40 Jahren wirklich ein altgereifter Macallan hatte, ja, kommt da in der Nase schon. Da kann man sehr lange. Das war ja auch viele der Sinn. Aromen. Das war der Sinn. Absicht. Er wollte alte Whiskys nachkreieren, die den Whiskys Macallan, Glenfarclas, Glenlivet aus den 60er, 70er Jahren ähneln. In unzähligen Skizzen und Studien, entstanden in unmittelbarer Anschauung der Natur, erwarb sich Dieter Schneller das Rüstzeug für eine neue Interpretation der Landschaftsmalerei. Neben der Natur selbst ist die niederländische Landschaftsmalerei des goldenen Zeitalters eine weitere wichtige Inspirationsquelle für das Schaffen von Dieter Schneller. Im direkten Vergleich seiner Landschaft im niederländischen Stil zu zwei Arbeiten von Jan Wijnands und Salomon Rombouts fällt auf, dass seine Arbeitsweise, hergeleitet von der früheren Aquarelltechnik, deutlich heller ausfällt als die der alten Meister. Auch verzichtet Schneller auf jegliche Staffagefiguren und so lädt er den Betrachter selber ein, den leer vor ihm liegenden Weg zu begehen oder Rast unter dem dargestellten Baum zu nehmen. Der jüngste Whisky, der hier 12 Jahre alt, und die ältesten, die hier mit verblendet sind, er hat das böse Wort gesagt, verblendet. Vermählt, sehr schön. 27 Jahre. 27 Jahre alt, also 12- bis 27-jährige Whiskys sind hier rein komponiert. Das ist auch nochmal ein schönes Wort, also wir werden uns da noch was finden. Und in dieser Geschmackskomposition, die also wirklich von einem tollen Gaumen stammt, finden sich also diese langgereiften Destillate so wieder, dass man eine sehr komplexe Nase hat, eine komplexe Aromstruktur, überhaupt nicht angriffslustig in der Nase. Beißt nicht. Beißt gar nicht. Hat auch nur, haben wir es schon gesagt, 43 Volumenprozent? Haben wir noch nicht gesagt. 43 Volumenprozent, aber wer möchte, könnte ihn theoretisch auch in Fassstärke bekommen. Es gibt den gleichen Whisky auch nochmal in Fassstärke. Dann allerdings ist diese schöne Kappe hier, dieser Verschluss, in einem Alarmrot gehalten. Das ist übrigens ein echter Wachs- oder Siegellackverschluss und ein echter Weinkorken, könnte man fast sagen, wie Sie ihn auch bei anderen edlen Getränken finden. Und ein Tipp vielleicht noch dazu, wenn Sie den öffnen, der ist ja sehr, sehr hartnäckig, gehen Sie nicht mit Hammer und Meißel oder mit dem Taschenmesser dran, denn es wird immer passieren, Lack bricht in 1000 kleine Stücke und wenn dann der Korken raus ist, dann ist der nicht nur trüb, wie er sein sollte, sondern hat er Schwebeteilchen, die da einfach nicht reingehören. Keiner von uns möchte Lack im Whisky haben, sondern tunken Sie einfach den Kopf dieser Flasche in ein heißes Glas Wasser für 10, 20 Sekunden, nehmen dann die Rückseite einer Messerklinge und dann ist der Lack so weich, dass Sie ihn ganz einfach zur Seite schieben können. Dann ist die ganze Sache sauber, der Korken kann geöffnet werden und Sie sind die Gefahr los, dass da schwarze, hässliche Punkte drin schwingen. Herrlich. Etwas Rauch. Süße, Frucht, Trockenfrüchte. Da brennt nichts. Ich bin auch sprachlos. Das ist wirklich deswegen habe ich mal ein Aromenfeuerwerk. Danke dafür. Es kommen ganz deutlich die Trockenfrüchte, die dunklen Trockenfrüchte. Rosinen. Rosinen vor allen Dingen. Aber du hast recht, vorhin mit der Kirsche. Es ist so eine dunkle Kirsche. Auch eine Zartbitterschokolade. Bleibt auch auf der Zunge. Sehr weiche, angenehme Textur. Der Gaumen wird nicht unangenehm klebrig, aber doch so ein bisschen klebrig ausgefüllt. Ja, was kann man
sollte man noch sagen vielleicht. Ein paar Infos noch zu dem Whisky an sich. Ne? Ja. Das ist, also das sind alles Destillate, die in Schottland in verschiedenen Brennereien destilliert wurden. Dann hat dieser nette Herr, der leider schon 2013 verstorben ist, hat diese Michel Couvreur ist Destillate 2013. aufgekauft, nach Frankreich halt gebracht und dort in seinen eigenen Fässern, die er persönlich ausgewählt hat, dann in Frankreich gereift und auch abgefüllt. Deswegen darf er sich auch nur Malt Whisky nennen und nicht Scotch Whisky. Ja, das ist der Grund, Scotch Whisky, dann muss er wirklich dort auch gereift und abgefüllt, sein. Ja. Und er bringt, wie gesagt, die zum Teil sehr jungen Destillate ins Burgund, in seinen wunderschönen Keller, in die einzeln ausgesuchten Fässer und reift da wirklich vor sich hin. Und ja, dann komponiert er daraus den Whisky, den er haben will. Und jede Flasche wird noch heute von Hand versiegelt. Das ist also keine Maschine, sondern von Hand versiegelt. Und auch von Hand wird das Etikett aufgeklebt, unterschrieben. Sogar die hochwertigen werden sogar mit der Hand unterschrieben. Es gibt also noch ganz hochwertige, tatsächlich auch Single Malts, die dann wirklich nur aus einer Destillerie sind. Und die gehen allerdings, da gibt es also Preise bis in die über 1000 Euro. Magnumflaschen gibt es da auch. Es gibt noch einige andere Experimente von ihm, die sehr hoch gelobt sind. Aber das hier ist eigentlich, und zum Preis hatten wir noch nichts gesagt, ein Preis-Leistungs-Wunder. Kann man sagen. Muss ich sagen, ja. Also wenn Sie Glück haben, roundabout 50 Euro. Wenn Sie Pech haben und einen schlechteren Händler erwischen, 70, 80 Euro. Also ein bisschen Tante Google fragen, die findet da sicherlich das Beste. Oder Ihrem Whisky-Händler des Vertrauens fragen, ob er nicht ein bisschen günstiger drankommen könnte, wenn der dafür über 70 steht. Aber wenn man den bekommt für 50, dann ist es ein wirkliches Schnäppchen. Dann hat man einen ganz toll gereiften Sherry-Whisky und der ist schon was für ein Weihnachtsbaum. Er schmeckt nach deutlich teurer dann. Ja, nicht? Blind verkostet hätte ich ihn auch. Jenseits der 100-Euro-Marke hätte ich getippt. Apropos Geschmack, ich nehme noch mal einen zweiten. Da bin ich dabei. Hm. Nüsse. Toffee. Mandeln fast, ja, so ein bisschen Mandeln-Nougat. Die Natur bringt zuweilen Formen und Skurrilitäten hervor, deren Faszination sich ein empfindsamer Geist nur schwer entziehen kann. Dieser schreiende Baumstumpf, er steht in einem Waldgebiet am Niederrhein, inspirierte Dieter Schneller zu einer gespenstischen, ja romantisch-hoffmannesken Landschaft, die in einer düsteren Farbgebung all jene Geister heraufbeschwört, die für diese Epoche und die Anschauung dieser Nachtlandschaften so kennzeichnend sind. Der hat jetzt geatmet. Ja. Der hat Zeit bekommen. Und im Glas raucht er mehr. Er raucht, ja. Also es ist tatsächlich ein wenig Lagerfeuerrauch. Jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem kräftigen Eiler-Whisky, aber eindeutig Lagerfeuerrauch und Zitrusfrüchte. Erinnert mich tatsächlich an ein Artback, aber natürlich jetzt nicht so extrem. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Artback 10, aber im Entferntesten schon. Es ist jetzt kein Rauchmonster oder sowas. Nein, aber ja, definitiv nicht. Aber, es ist Lagerfeuer, es ist jetzt drin. Vielleicht durch diese Atmung, die er jetzt bekommen hat, diese Luft, die er bekommen hat, den Sauerstoff, aber auch grüner, unreifer Apfel. Es öffnen sich jetzt die Fruchtaromen. Ja. Also die Fruchtaromen, die ja am Anfang sehr stark auf Rosinen, Sherry, dunkle Kirschen, Schoko, Toffee ist gewichen ein wenig. Gegangen sind, kommen jetzt in Richtung frischere Frucht mit zunehmendem Sauerstoff. Ein Rätsel, was da. Es ist ja wirklich phänomenal, was man da erspüren kann. Man weiß ja auch nicht, welche Malt Whiskys da jetzt drin sind, ob das Macallans sind, Glenlivets, Glenfarclas. Ja. Er schreibt es einfach nicht drauf, er macht es einfach nicht und das ist auch nicht schlimm. Man rätselt einfach und das macht auch Freude. Er ist der festen Überzeugung und sicherlich wird ein Großteil der nicht kommerzialisierten Fachwelt
ihm da zustimmen. 85% des Geschmacks, mindestens aber 80, macht die Fasslagerung aus und nicht die Destille. Bei der Reife. Ja. Aber das Gesamtgeschmack. Es kommt auf das Alter an. Wenn jetzt ein junger Whisky, der 8 bis 10 Jahre alt ist, da spürt man deutlich auch den Brennereicharakter raus, aber da diese Whiskys sowieso ohnehin älter sind. Ja, das sind ja 12 bis 27 Jahre genau. Drin, haben wir ja gesagt. Da weicht eh schon der Brennereicharakter etwas dem Fass. Ganz genau. Der Brennereicharakter, sagt er auch selber, oder hat er gesagt, 2013, wie gesagt, verstorben, ist wichtig. Deswegen sucht er sich auch nur spezielle aus. Mhm. Aber das Fass macht dann, die Lagerung macht den Hauptgeschmack aus. Fall 80% Minimum. Und deswegen schreibt er auch die Destillerie gar nicht mehr drauf, sondern er schreibt nur noch drauf, der Whisky ist jetzt ein Michel Couvreur und trägt seinen Namen und damit hat es sich. Wie gesagt, 2013 verstorben. Alexandre Deschamps, seine Tochter, führt das Unternehmen in seinem Sinne aber weiter. Und wir hoffen, dass die Qualität auch so bleibt. Das ist anzunehmen, denn sonst würde man das Ganze irgendwo ad absurdum führen. Und das ich frage auch mit dem Nachschub, ne? Wie, ob man jetzt, machen. Wir haben uns jetzt hier weit aus dem Fenster gelehnt, bezüglich des Glendronach, aber gibt es diesen Whisky? Den Whisky gibt es, ja? Nach wie vor. Der ist auch im Standardsortiment von Michel Couvreur immer zu bekommen. Auch in Fassstärke, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, schon erwähnt, dann mit rotem. Ich muss davon eine Flasche haben, gesagt. Ist doch kein Problem. Nein, du willst mir schon sagen, wo ich ihn finde. Ja. Also ein Preis-Leistungs-Wunder. Du willst wahrscheinlich noch einen Schluck haben, so wie das aussieht. Du bist schon am Ende. Definitiv. Fast. Und jetzt willst du mal gucken, ob jetzt die Trockenfrüchte vom Anfang wiederkommen. Da ich ja mit dem Privatjet hier bin, kann ich auch noch einen genehmigen. Und warum testen wir dann nicht die 1250-Euro Flasche von Michel Couvreur, wo du schon mit dem Privatjet da bist? Weil, ja, das wird dann schwer für das Gros der Zuschauer, sich den dann zu kaufen. Nein, wir wollen ja ganz absichtlich, Spaß beiseite, aber das wäre so ein Tipp für Weihnachten, den sich selbst zu kaufen oder zu verschenken. Ja. Und wir können das ja auch sagen, weil wir verkaufen ihn ja nicht. Und wir haben ja auch jetzt keinen Nutzen davon, wenn wir könnten diesen Whisky jetzt auch niedermachen. Wenn er tatsächlich schlecht schmecken würde, würde ich ihn ja auch hier niedermachen. Aber Ja. Wir brauchen das nicht, wir leben da nicht von. Und deswegen ist es ein ganz objektives Urteil, das ist ein Spitzenwhisky, der sich wirklich lohnt, da die 50, 55 Euro da zu investieren. Ich würde ihn sofort kaufen. Also wie gesagt, keine Werbung, sondern einfach nur ein Tasting. Uns gefällt er ausgesprochen gut. Wenn wir ihm jetzt ein Zeugnis ausstellen würden. Gerne. Nase, unglaublich. 1+. Sehr viel zu erforschen, auch über die Länge des Glases. Lassen Sie es länger stehen. Nehmen Sie sich die Zeit dafür oder füllen sich zwei Gläschen ab, lassen das eine stehen, das andere für den Sofortgenuss. Wirklich gut. Gaumen, umschmeichelnd, auch sehr viele Aromen. Wie gesagt, ich habe jetzt ja noch das länger geatmete Glas, du bist jetzt wieder beim Jungen. Da kommen tatsächlich die Fruchtaromen, dann noch hinter die frischen Fruchtaromen durch. Da ist wirklich einiges drin. Und auch in der Nase, es ist eine Entwicklung da, es ist nichts eindimensional, es sind wirklich viele Dimensionen da. Preis hatten wir schon gesagt, mehr als angemessen für eine solche Flasche. Für die Komplexität in jedem Fall. Lassen Sie sich, wie gesagt, nicht vom Wetted Malt erschüttern. Man hat vielleicht immer vom Korken bei der ersten Öffnung. Ja, der Korken, also mich spricht der Korken jetzt nicht an, auch die Flaschenform, die mich stark an Johnny Walker erinnert, die Form ist es, aber das Etikett ist natürlich wunderschön gehalten, aber das, wenn man andere Korken hat, ich würde zum Beispiel jetzt in meinem Archiv wühlen und mir einen anderen Korken, eine alten Flasche nehmen und den da drauf packen. Wirklich? Ja, das würde ich jetzt machen, aber das muss jeder selbst wissen. Ich finde das herrlich, dieser Weincharakter, ja? Weißt du, du musst da steht ja auch Whisky drauf. Ja, es steht Michel Couvreur Whisky drauf, aber du musst tatsächlich einen Korkenzieher draufsetzen. Nicht? Erstmal den Lack vorsichtig entfernen, Korkenzieher draufziehen, richtig plöpp. Aber dann haben die Gäste immer sofort den Eindruck, wenn die mit dem Korkenzieher ziehen, dass die Flasche dann auch leer werden muss an dem Abend, weil man dann an den Wein denkt. Gut. Also das muss jeder selbst wissen. Also ich, mich spricht es nicht so an, aber die Geschmäcker sind verschieden. Mit der Flasche kann ich mich, darüber kann ich mich auch erfreuen. Also das Etikett finde ich persönlich gut. Schön über Ecke geklebt, oldschool, handschriftlich, ja. Oldstyle. Ein bisschen so eine sehr kreative Schrift hier.
Ja, und es steht auch nur das Wichtigste drauf. Overaged, überreif, überaltert. Überreif, aber so muss ein überaltert, Whisky ja, sein. Ganz genau, Whisky das ist der Punkt. Ja, in diesem Sinne, das Zeugnis haben wir schon eingeblendet oder es steht jetzt neben uns sozusagen da. Bei allem, was wir uns hier noch erzählen könnten und weiter erzählen bei dem Gläschen. Normalerweise sage ich, denken Sie am Ende wie immer daran, manchmal ist eine Zigarre einfach nur eine Zigarre. Lassen wir es uns abwandeln, manchmal ist ein Whisky auch einfach nur ein Whisky. Dieser hier ist aber mehr als einfach nur.